Ja, hier sieht man dann die ersten Schäden vom Haus. Sind das Spinnweben? Es sind Spinnweben. Guckt es euch an. Ein Raum, der einfach nur das Chaos pur darstellt. Hier gibt es sogar noch ein Marshmallow, ein Schokoladenmarshmallow. Sag, Herr Gorilla. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute in einer Location, die vielen unter dem Namen Villa Gorilla bekannt ist. Wie man hier schon sieht, hier ist einfach alles zurückgelassen. Hier sogar noch eine eingepackte Rolle mit Stoff, Schrank voll Wäsche, Bücher, Schuhe, alles vorhanden. Aber das hier ist doch der Mega-Ausblick. Guckt euch diese Kronleuchter an und diesen Blick. Sagenhaft. Tja, wir sind in einem Badezimmer angekommen. Nicht mehr ganz so prickelnd. Aber auch nicht wirklich geschmackvoll, finde ich. Dieses Rot-Weiß, naja. Spulen konnte die Wanne. Da hinten sind die Bedienelemente. Wenigstens das dem Standard des Hauses irgendwie angepasst. Dusche mit einem ganz kleinen Eingang. Duschgel steht alles noch da. Guckt euch das an. Vom Rasierpinsel über die Rasierer, Lektüre, bis hin zur Seife, alles vorhanden. Da hinten der Kamm, was haben wir da drin? Ja, Haarklemmerchen und die Beauty-Produkte der Dame. Ja, das Ganze führt uns dann hier in das Schlafzimmer von dem Badezimmer aus. Wie man sieht, auch hier alles zurückgelassen. Richtig alles. Natürlich auch schon ein bisschen durchwühlt. Aber wie man sieht, Kleiderschränke, alles voll. Schöne rote Tapete. Ausnahmsweise mal geschmackvoll. Und hier steht so viel Krimskrams. Und private Fotos. Über die Geschichte kann ich leider nicht so viel sagen. Auf jeden Fall gibt es hier wirklich verschiedene Leute, die anscheinend hier gelebt haben. Oh, sehr viel Nippes. Ich würde das nicht als Kunst bezeichnen, aber naja. Porzellan im Schlafzimmer. Genauso wie so viele kleine Wäschen, weiß ich nicht. Ist nicht mein Ding. Aber auch solche Schmuckensachen. Ja, und wo Reichtum ist, kommt Reichtum hin. Da gibt es den Nerz noch oben drauf. Ich sehe gerade, das Bett ist relativ schmal. Hier hat man wirklich schon alles durchwühlt und viele Produkte neu. Auch hier die Bettwäsche noch eingepackt, die Leinwand, da vorne nochmal Bettzeug eingepackt. Ich will hier gar nicht drauf treten, aber auch hier wieder alles vorhanden. Diverse Portemonnaies und auch hier die Schränke noch voll. Ja, ihr Lieben, von diesem wunderschönen Aufstieg geht es ins Wohnzimmer, in den eigentlichen Hauptbereich, wo hier unzählige Sitzmöglichkeiten stehen. Unter anderem sehen wir hier auch eine Urne. Ich guck mal rein.
Nö, die ist leer. Oh, was haben wir denn da drin? Ein schönes altes Bild. Und wie gesagt, hier haben die Hauseigentümer unheimlich Wert gelegt auf Nippes. Wahnsinn, was hier an Kitsch und Zeugs einfach in der Gegend steht. Viel Porzellan. Aber auch das Haus an sich sehr geschmackvoll dekoriert. Ja, diese Regallandschaft mit dem Tisch, dem offenen Kamin, ist schon echt schön anzusehen. Ich will noch mal auf die Details hinweisen. Sieht schon echt schick aus irgendwo. Wenn nicht überall dieser Kitsch wäre, meiner Meinung nach. Aber naja, da noch ein Bildchen, CDs, eine alte Nähmaschine, ein Karton von einer leeren Weinflasche, eine schöne große Kommode, Anrichte, auch hier noch alles vorhanden. Oh. Besteck im Wohnzimmer. Naja, warum nicht? Und ich sehe, selbst das gute Porzellan alles noch vorhanden. Kaffeemühle. Naja, Deko halt, ne? Und dieses Sitzarrangement. Eine Smith Corona. Das lässt natürlich grüßen zu der Zeit. Und der Gorilla natürlich. Der Namensgeber dieser Villa. Ein schönes grünes Sitzarrangement. Sieht auch sehr alt aus. Muss ich doch direkt mal testen. Ach ja. Sehr gemütlich. Doch, Herr Gorilla. Und da gibt es dann noch das passende Getränk. Auch hier wieder etwas ältere Fotos. Das sieht aus, ich kann das gar nicht entscheiden, ist das ein Bub oder ein Mädel? Ich weiß es nicht. Und auch überall an der Decke wieder. Überall an der Decke wieder solche Ornamente. So, und ich glaube, wir gehen jetzt mal in die Küche. Ihr seht auch hier, egal wo ich hingucke, alles ist voll und zurückgelassen. Machen wir den Kühlschrank auf. Ja, aber der ist sauber, komischerweise. Hier gibt es sogar noch ein Marshmallow, ein Schokoladenmarshmallow und Schokolade. Aber die ist schon halb angegessen und bleh. Was mich hier wundert ist, du hast hier den Herd, aber gar nicht die Gewürze und alles in Griffbereitschaft. Ne? Da oben Dunstabzugshaube. Naja. Auch hier wieder nur Deko, da hinten die Kaffeemaschine, eine Batterie, 6 Volt, warum auch immer. Kein Kommentar. Ach so, und dann gehen wir hier. Das war mal so ein Flurbereich, Jacke, 2 Stühle, in ein nächstes Wohnzimmer. Das Licht wieder etwas heller machen. So. Und auch hier. Schränke, alle voll, Freunde. Alles voll. Und ich darf nochmal dahin weisen. Nicht geschmackvoll. Definitiv nicht. Hier drin die Anlage. Die sieht wieder auch sehr edel aus. Gemacht sogar die Fernbedienung in der Holzoptik.
Und da unten gibt es Dias. Wir lieben doch Dias, ne? Mal gucken, ob man da was drauf erkennen kann. Ne, die sind alle nass. Ach, das sind zwei, sorry. Ne. Und wieder Nippes, egal wo du hinguckst. Nippes, Nippes, Nippes. So, wir sind in einem der nächsten Badezimmer. Und jetzt guckt euch mal dieses Waschbecken an. Also Freunde, beim besten Willen, da hat doch jemand, ne, in die Farbpalette gegriffen und sich ausgetobt. Das hier scheint wohl nur mit dem WC zu sein. Ist nicht mehr ganz so schön. Aber nein. Und dann wahrscheinlich auch noch das Deo oder das Duftspray in der passenden Farbe. Übel, übel, würde ich da sagen. Aber eine schöne Deckenlampe. Ja. Was soll ich euch sagen? Hier wieder ein Raum, der einfach nur das Chaos pur darstellt. Hier eine schöne alte Tabakdose mit alten Banderolen von Geld. Alte Geldbanderolen. Noch zu Zeiten der vorherigen Währung. Upsala. Und wieder alte Fotos. Was haben wir hier? Aufkleber, okay. Und einfach viel Gerümpel. Viele Fotos, viel Gerümpel, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass das halt definitiv mein Büro war. Und Fotos nicht einsortiert, naja, egal. Doch immer wieder mal so ein bisschen was Geschmackvolles. Ach, was sind denn das für Kistchen? Ah, Vorführmappen. Die sehen aber schick aus. Ja, was soll ich euch sagen? Ihr seht selber. Hier ist einfach alles. Wirklich alles. Aber halt in einem absoluten Chaos. Naja, Tinte hat man genug gehabt. Na, von dem Arbeitszimmer erwarten uns erstmal Schlüssel. Und ein weiterer Raum, den man als Wohnzimmer nutzen könnte. Eigentlich sehr geschmackvoll. Also das gefällt mir wiederum schon. Sieht ein bisschen frischer aus. Deckenstrahler mit schönem Holz. Zu dem Kamin. Naja, und ob der Rest jetzt hier reingehört oder nicht, man weiß es bei dieser Location nicht. Dann haben wir hier nebenan noch ein Zimmer. Das könnte meines Erachtens nach wieder ein Esszimmer gewesen sein. Wobei mich halt immer wieder irritiert, dass doch das Wohnzimmer so viele Sitzmöglichkeiten gehabt hat. Sondern auch hier haben wir wieder einen echt schönen Schrank. Also man sieht, dass das immer mal was wert war früher. Mit einem Geschirr, das Jagdszenen darstellt da hinten, beziehungsweise Wildtiere, Rehe, Kaninchen, ja, und der Rest halt auch wieder Nippes und so, ne? Das ist schon echt heftig. Aber wir hatten das in der Location mit dem Hotel, da sahen die Gläser genauso poliert aus. Ja, was soll ich euch sagen? Hier durchzublicken, sehr, sehr schwierig. Vor allem, so wirklich persönliche Dinge außer den Bildern hat man jetzt noch nicht gesehen. Und im Büro wollte ich eigentlich nichts anpacken. Ja, hier sieht man dann die ersten Schäden vom Haus. Hier kommen Paneele runter. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwann mal hier oben
die Luke undicht war. Und ja, hier gab es auch mal ein Aquarium oder Terrarium. Aber auch dies halt wieder eher ein Esszimmer. Hier auch alle Schubladen aus den Schränken. Ja, und hier stehen dann Lebensmittel drin, warum auch immer. Sollten doch eigentlich in die Küche gehören. Wieder Nippes. Nicht zu wenig davon. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann denn eine solche Location, die echt so viel zu bieten hat, so viel Nippes haben? Naja, und dass das Ding lost ist, sind das Spinnweben? Es sind Spinnweben, guckt es euch an. Wir gehen wirklich einmal quer durch den Raum. Ich glaube, ich habe die richtige Küche gefunden, Freunde. Aber auch hier ein riesiger Schaden. Guckt es euch an, das sieht schon nicht mehr toll aus. Auch das Fenster, Spinnweben des Grauens und absoluter Feuchtigkeitsschaden. Schimmel. Und hier muss man wahrscheinlich echt vorsichtig sein. Ups. Aber sehr schön, wir haben einen Kalender gefunden. 2016 ist die letzte Jahreszahl. November, Dezember. Aber diesmal keine Weihnachtsdeko gefunden. Und hier sind auch die Gewürze, die ich gesucht habe. Naja, man sieht halt, hier haben sich auch Tiere mal ausgelassen. Dort war wohl mal ein Nest. Aber einen guten Tropfen gibt es hier noch. Ein Rosé d'Anjou. Prost. In den Gefilden hier bestimmt lecker. Ersten Mücken und ach, ekelhaft. Ich will ja gar nichts anfassen. Wir kommen hier. Ja. Heizung, Waschmaschinenraum, hier ist einfach alles in genau so einem Chaos, wie wir das bisher gesehen haben, leider. Viel aufbewahrt worden. Und da auch noch mal eine Dusche, okay. Ja, ich habe in den Schimmel gefasst, ekelhaft. Auf jeden Fall gab es hier auch mal Hunde, denn hier ist noch das Hundefutter. Sorry, ich wollte hier nichts runterschmeißen. Was ist das? Ein Brustgurt von, ja, ich nehme mal an, von der Gartensense. Ach, das ist eine Location. Verstehe ich einfach nicht. Also ich denke, im Grunde genommen wäre dies auf jeden Fall wert, gerettet zu werden. Aber wenn man das hier sieht, naja. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wo es uns hier hinführt. Ach doch, das ist der Zwischengang. Und immer wieder findet man dann halt so kleine Schätze wie hier. Aber auch so Katastrophen wie das. Also die Wasserschäden in dem Haus sind echt riesig. Grüner Tee. Verpackt. Ja, nee, ich will es nicht rausholen. Ich will ja nichts verändern. Sonst hätte ich jetzt mal aufs Ablaufdatum geguckt. Oh, hier steht noch ein niegelnagelneuer Heizstrahler. Und ein Blutdruckmessgerät. Nee, da ist zu. Die andere war offen. Tür da? Ja. Also, Freunde. Wir verlassen jetzt die Location. Aber vorher, hier geht's rum, kann ich euch, hier riecht's verbrannt, die Location nochmal von außen zeigen. Hier gibt's zum Beispiel
noch einen riesigen Pool. Ja, riesig würde ich jetzt nicht sagen. Ein Pool und ein kleines Bötchen mit zwei Garagen, aber leer. Und naja, die Location. Na, wir gehen jetzt doch noch mal hier am Bötchen gucken. Weil es halt doch sehr interessant ist. Ihr seht auch hier alles kunterbunt. Ganze Bude einfach, ich will nicht sagen vermüllt, aber hier steht einfach viel Rotz rum. Überall. Wenn sich so das Haus von außen anguckt und die Gegend, denkt man echt, so ein schickes Ding. Aber dann sieht man halt hier den ganzen Rotz. Guckt es euch an, auch die Gartenbude. So ein Schrottsammler hier oben. Naja, nichtsdestotrotz fällt mir gerade auf, guck mal hier, hier geht der Strom noch. Seht ihr das? Freunde, die Lampe ist noch an. Das ist ja creepy. So, ihr Lieben, jetzt haben wir hier vorne noch so einen alten Mercedes, so ein 207 stehen. Mal gucken, mal, was der an Patina hat. Ich weiß gar nicht, ob der auf ist. Tatsächlich. Alter Schwede. Uraltes Ding, aber von innen sieht er kurioserweise noch gut aus. Bisschen Krempel hier drin. Hier ist das Ärgste eigentlich von außen. Naja. Why not? Ja, Lieben, ich zeige euch das schöne Auto nochmal von draußen und sag, das soll es gewesen sein. Der Akku meiner GoPro ist leer, deswegen jetzt mit dem Handy nicht böse sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da oder ein Like. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Sagt euer Urbex Ghost.